Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum, bereits dem vierten Teil. Und wir haben bereits die erste Seitenquest erfüllt, könnte man sagen. Wir haben hier einen, die haben accepted, aber... wir haben ihm noch nicht gesagt, dass wir sie nicht erfüllen werden. Na gut, die lassen wir einfach drinnen. Im schlimmsten Fall, falls wir böse werden, können wir noch immer herkommen und den Abala umbringen. Ja. Wir gehen weiter. Und zwar nach Shrouded Hill. Na. It's a wolf. Okay. Eigentlich könnten wir da eine Mauer bauen, was soll's. Hat irgendwas bei sich? Ist ein Wolf? Nö. Ja, das ist ein bisschen lästig. Bei den Wanderungen wird man dann überfallen von irgendjemandem. Das ist zwar nett für die Erfahrungspunkte, aber ein bisschen mühsam wird es dann später, wenn man längere Strecken unternimmt. Helder Joachim is staying at the inn next to the bank. Okay. Also zur Bank oder wie? Aber da gibt es eine Human Guard. Sprechen wir mal mit dem. Be quick about it. Now, I have to be on. I've just been in the most terrible blimp crash, sir. Good God. You mean the IFS Seafear? I thought I'd heard something in the night. Where did this happen? Just up the hill. I'd recommend you bring the coroner. Oh no. What about the local surgeon? Are there any other survivors? No, it seems luck has favored only myself. Ah, l a lucky soul you are. And you've come to the right man, being the local constable. Oh, yeah, wir haben den Sheriff gefunden. It will fall on me to take action. We'll have to send a party up to the site as soon as possible. Yes. I do have a few more questions, though. Of course, go ahead. What can you tell me of this place? Can you tell me anything about this ring? I'll be off then. Naja, ich weiß nicht, ob er was über den Ring weiß, aber fragen wir ihn mal nach dem Place. Surely, this is Shrouded Hills. A mining town through and through. As far as towns go, it's pretty old, but we've got most of what a soul might need. Wenn es alt ist, dann könnte sie auch groß sein. Wien ist alt und ist groß. What sort of mining goes on here, on around here? Ore mining mostly, and not even so much of that anymore. Years ago, the old Bassetoon silver mine brought quite a bit of business to Shrouded Hills. The vein ran dry, and so did most of the local commerce. All that comes up out of old Bessie now is iron ore. Naja, Eisenerz ist auch nicht so schlecht. Where is the old Bassetoon silver mine? The old Bassie is just west of town, and that a bit north. People don't go out there much anymore. Shrouded Hills folk always were a bit superstitious about old Bassie. Why is that? Just who was Bassetoon? Bassetoon? She was an old woman. Used to live here in town. Owned the silver mine. Really strange old lady. Strange? How? Well, folks say she never slept and she'd make shepherd's pie out of shrews. Okay, was sind Shrews? Das ist irgendein Vogel, glaube ich. Typical towny talk. Someone said old Seth Yeats' backside broke out in boils when he sat on her divan. I get the picture. Is that all? No. When the mine started to dry up, I guess she really got batty. Went up there one day, fired all of the workers, and walked down into the mines. Word has it, she was never seen again.
That is a bit odd. Who is to buy now? I'm not sure. I suppose it's owned by her son now, Percival Toon. Was ist das für ein Sheriff, wenn er das nicht weiß? Where does this Percival Toon live? Oh, he lives up the up by the mine. You can't miss it. My thanks. May I ask a few more questions? Nochmal nach dem Place. What sort of businesses are here in town? Oh, the usual things. A blacksmith, a general store, an inn with a pub. If you're looking for something healing, old Doc Roberts can help you. He's just north of here. Very good. Nein. Mining hatten wir schon. Who's in charge around here? What's the quickest way out of town? Who's in charge of here? Well, I sort of double as the constable and the town mayor. I suppose you could say I'm the man to see. Okay. Bürgermeister und Sheriff. Naja. Von Gewaltentrennung halten die nicht sehr viel. Aber vielleicht, weil es eine Wildweststadt ist oder sowas in die Richtung. What sort of... What's the quickest way out of town? Yes, well, that's a sticky situation. You see, there's only one bridge to the east of town, and currently that very bridge is being held by a group of thieves. Please continue. We are building another bridge further down the river, but these thieves are making anyone who crosses the bridge pay a heavy toll. Needless to say, the locals aren't happy. Why haven't you done anything about it, Constable? Well, I've been very busy with other problems. Of course, I plan to take care of them as soon as is humanly possible. I'm sure you're very busy. Perhaps I could help. Who exactly are these thieves? I'm not sure I've ever seen a more cowardly constable. Wenn wir das sagen, ist er sicherlich nicht sehr glücklich mit uns. I must depart. Okay, wir wollen Geld. Wir fragen, wie wir helfen können. Really? Oh, I mean, not that I need it. You seem fit for the job. Always thought about getting a deputy. Sure, if you're willing, I suppose I could give you a chance. I'd be honored to remove them. What's the pay? Oder splendid. And it's our secret that you lack the backbone. Na, wir fragen nach dem Gehalt. You are an amateur. But I suppose I could see my way to paying you 50 gold pieces for the job. Das wäre doppelt so viel, wie wir jetzt besitzen. Dann, is that your salary? I mean, I am doing your job. An interesting offer, I'll consider it. One thing more. Ah, fangen wir das zweite. Ich glaube, dann ist er böse auf uns. What? You're insulting me? I've no need of this from the likes of you. You're pathetic at the disgrace of the to the badge. Just joking, old chap. If I remove them, what's the pay? Ha, huh, only playing with you. Who are these degenerates? Okay, wir sind freundlich. Just some brigands who blew into town. I'll dispatch them tomorrow, right after I take care of that other business. Okay, wir müssen nochmal fragen, ob wir helfen können. Ja. Wenn ich dann mache, 50 Goldstücke ist wenig, finde ich. Naja, gut, was soll's. Wir kriegen XPs dafür. Great, I'll look forward to hearing about your success. Come back when you've solved the problem. I'll return when I've taken care of things. Schauen wir mal, das können wir ganz am Schluss machen. Zuerst machen wir den Rest der Stadt. Wer bist du? Is someone in need of my service? Hello, sir. May I ask you some questions? Yes, what is it? I need apprentice training. Ah! What type?
Melee. 98 coins first, sir. Is this agreeable to you? I think not. Is there something else? Good day. Okay, das heißt, wir können Wachen für Apprentice Training verwenden. Ihr habt gesehen, wir haben, zeige ich euch mal ganz kurz, da bei den, wir können da bis zur Stufe 5 raufgehen, aber zusätzlich dazu, je höher man ist, desto, man kann dann noch zusätzliches Training machen. Es gibt Apprentice, Expert und Meister oder so und Master oder sowas in die Richtung. Und das verbessert die Sachen dann noch einmal um einiges. Dadurch bekommt man dann größere Chance, kritische Treffer zu machen. Das gibt es für alles. Meistens, also diese Kampfsachen, Apprentice, kann man immer die Wachen fragen offensichtlich. Für die meisten anderen Dinge, also die Apprentice sind meistens relativ einfach zu finden, aber es gibt im ganzen Spiel für jedes dieser Skills nur einen einzigen, der einen zum Meister ausbilden kann. Und das ist gar nicht einmal so einfach zu finden dann, den Meister. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, wie viele Skills wir brauchen. Persuasion wäre ganz gut. Hey, wir haben eh schon Stufe 1. Ich habe offensichtlich vorhin schon was rein investiert. Na gut. Ja, ah ja, stimmt, wir sind ja schon Level 3. Na gut. Dann schauen wir mal in die Stadt. Was haben wir hier? Oh, das ist ein Tor. Ah, eine Tempeltür. Huch. Das scheint mir aber. Da sind ja Ratten drinnen. Huch. Ah, da sollten wir uns doch glatt bezaubern. Und es wäre schön, wenn ihr euch alle in einer Reihe aufstellen würdet. Nein, das ist keine Reihe. Dumme Ratte. Ja, genau, so dass wir möglichst nur zwei auf einmal erwischen. Habt schon recht. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Sind die alle gleich? Sewer Red, Sewer Red, Sewer Red, Sewer Red. Hm. Ja, wurscht. Dann machen wir mal da so eine. Oh, die halten nicht allzu viel aus, diese Ratten. Na dann, wenn die nichts aushalten, dann zaubern wir gleich noch eine, dann sind wir die nächsten zwei los. Ha, wir sind so großartig. Aber ich glaube, jetzt können wir nicht mehr zaubern, sonst werden wir ohnmächtig. Na hey, hörst du auf, meinen armen kleinen Critical zu hitten? Und warte mal, kann es sein, dass du nichts in der Hand hast? Ja, wo ist denn dein Stab? Du hattest doch einen Kampfstab. Was hast du damit gemacht, Freundchen? Ah, da hast du ihn. Na, so kommen wir auch rein, das stimmt schon. Okay, er hat ihn wieder in der Hand. Passt. Naja, dann schauen wir mal rum. Dort hinten gab es irgendwas, was man aufmachen konnte. Wo nichts drinnen ist, ist das ärgerlich. Ah, da ist noch was zum Aufmachen. Oh, ob wir das brauchen. Das ist was für Technologen. Oh, und wir sind encumbered. Na schauen wir mal, vielleicht können wir das Zeug ja irgendwo hin verkaufen.
Hey, da hinten ist einer drinnen. Was ist denn? Gehen wir doch glatt. You like my steam engine? It mine. I keep it clean. It run good. Yes, I see. Very pretty. That's very nice. I must be going very pretty. Yes, yes. It's shiny, see? I like steam. Steam is hot. It makes funny noises. Ja, ihr seht hier jemanden, der intelligenzmäßig nicht besonders großartig auf dem Weg ist. So würden wir auch sprechen, wenn unsere Intelligenz zu niedrig wäre. Ich glaube unter 6 oder unter 5 oder sowas in die Richtung. And you say you take care of this thing? I good with machines. I fix good. You like my steam engine? It's shiny. I see. Well, it has been intellectually stimulating, but I must go. Okay, mit dem kann man nicht allzu viel reden. Hat er da noch irgendwas, was wir nehmen können? Schaut nicht so aus. Das war jetzt nicht unbedingt eine Sache, eine sehr, naja, immerhin, wir haben XP gekriegt für die toten Ratten. Nehmen wir auch. Mhm. Ich hoffe, wir können das ganze Zeug verkaufen. Aber ich fürchte mal Schlimmstes, nämlich dass wir das Zeug nicht verkaufen können. So, gibt es noch eine Karte für diese Gegend? Ah, da hätten wir ein... Ah. Wir sind, glaube ich, in die falsche Richtung gegangen. Wir hätten nicht in die Richtung gehen sollen. Ah, da geht's raus. Ich glaube, wir müssen eher in diese Richtung. Gehen wir mal daher. Ech, wieso machst du das nicht? Freunde, Zwetschgenröster. Was haben wir da? First Bank of Shrouded Hills. Okay, eine Bank. Ich weiß nicht, ob wir dorthin wollen. Und Shrouded Hills Inn. Das klingt nach einem Hotel. Vielleicht können wir da schlafen über Nacht. Who are you? Greetings, good sir. What can I help you with? I would like a room for the night. I will be in town a while. I would like a room for 1 week. Can you tell me about this ring? Maybe you should talk to a merchant. Okay, gut. Machen wir. Wollen wir einen Raum über die Nacht haben? Weil in der Nacht ist niemand wach. Aber wir haben nichts zum Heilen, also so gesehen, Wie viel kostet denn sowas? 25! I changed my mind. Für das, dass wir es nicht brauchen? Niemals. Wir können nämlich auch warten. Hello there. Ah. Der Joachim soll hier sein. Hello there. Hello, good ogre. Might I ask you who you are? Me? The ogre sets his ale cup down, puffing out his chest pathetically. I am Sock Meat Mug. Meat Mug? I'm sorry. Is that your family name? Nice to meet you, Sock. Could I ask you a few questions? Oh, klar, machen wir so. Sure. What do you want to know? What are you doing here in Shrouded Hills? What can you tell me about this place? Fragen wir mal das erste, wieso nicht? Me? Oh, not much. I work doing odd jobs, making a little coin when I need it. Mostly I spend my time in this here fine inn. I tell you, friend, I've been to just about every inn and tavern in Arcanum. And I think this
is my favorite. I see. What can you tell me about Shrouded Hill? Shrouded Hills? Not a bad place. A little boring. He wavers slightly. He looks around, about ready to fall asleep. Can't go nowhere right now, though. There are some bloody thieves at the bridge who won't let anyone out of town. Charging a bloody toll and I ain't got no money. Perhaps you should join me. I'm looking to get out of town. Oh, I don't think so, friend. No offense, but I'm not convinced that you're a man to follow just yet. Was müssen wir machen, um dem zum Folgen zu bringen? Vielleicht sind wir noch nicht hochlevelig genug. Just a few more questions, please. What can you tell me about this place? Shrouded Hills. No, das hat uns, glaube ich, schon gesagt, oder? Ja. I must depart. Okay. Also rein theoretisch könnte der mit uns mitrennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das. Ja, wurscht. Schauen wir mal, ob wir den Joachim finden. Am Ende des Ganges, hat er gesagt. Ende des Ganges? Da ist der Ende des Ganges. Huch. Ah, schon wieder so ein Amulett. Naja, ein Amulett reicht. Und ein Brief und eine Chest. Na gut. Good God. What's happened here? Ja, das frage ich mich auch. Warum bist du nicht gleich mit reingekommen? Na, schauen wir uns mal diese Note an. Virgil, I assume you're not alone. As you can see, there are people in Shrouded Hills looking for me. Luckily for me, these fellows were easily dispatched. Na super. Do not speak with anyone about the Zeppelin crash or your new companions. What? It seems Joachim has discovered something. These individuals seem to be part of some larger plot. A plot against you. Wieso mich? Ich hab nichts getan. It looks that way. Tell me, Virgil, who exactly is this Joachim? Well, someone who helped me out when I needed it. I met him in a small village at a Penari temple. I was, a bit down on my luck. He showed me that you don't always have to take what life gives you. But there's always a better path. And that it's always your choice to travel it. Okay, was auch immer. What do you mean down here on your luck? I'd rather not talk about it anymore. But Joachim is a great man. Well versed in the ways of the Penari, and also in the ways of the world. If he thinks we're in trouble, then we are. Let's get out of here and get to Tarant. Tarant? Was ist das? Right, Virgil. Perhaps we'll talk more of this later. Ach so, warte mal, wird das vielleicht im Brief erwähnt? Er hat mich ja unterbrochen. Grrr. Okay, do not speak with anyone about the sapling crash. Or your new companion's involvement with it. When you are able to make your way to Tarant, check the telegram office there. I will leave a message telling you where to contact me. Joachim. Okay. Deswegen müssen wir nach Tarant. Gut. Schauen wir mal, ob er was zurückgelassen hat. Yay, 20 Goldstücke. Das ist fast so viel wert wie der Auftrag vom vom Constable. Sind noch irgendwelche Leute drinnen? Nö. Sprechen wir mit dem Bartender auch noch. Hallo Bartender. I'd like a drink, please.
That'll be 2 coins. Ha, huh, certainly. Here you are, sir. Das billiger ist die Nacht. Thank you. Oh. Okay. Any news passed this way lately? You seen City Hall yet? Kind of fancy for a place like Shrouded Hills. A long time ago it was a Panari temple, but for some reason they stopped using it. I appreciate it. Okay, das war das, wo wir schon drinnen waren. Mehr zu sagen? I hear that our local herbalist, Galen, is descended from a line of great elven healers. No, das passt, ich bin auch elf. You have been most kind. Ja, noch mehr. Sag noch mehr, was gibt's noch zu finden in dem Dorf? If you're in need of a good blacksmith, Lloyd Gerlois is the man to see. Okay. Have you seen our new bank here in town? It's made out of bricks, strong as a mule. Everyone's keeping their money in it. Oh, gut, können wir ausrauben? Hm. Do you need anything else? Ja, klar. Zeig mir, was es noch gibt. It's said no one knows more about exotic objects than Ristess the Importer. Hey, das ist gut. Den suchen wir doch glatt. You're most gracious. Do you need anything else? Don't go out to the old Bessie Tomb Mine, it's haunted. Das klingt gut, das klingt nach XPs. You are most helpful. Old Jungle Dunn, the hedge wizard, has been acting weird. Seems to have started just after Constable Owens bought the old steam engine. Okay. People say the Constable Owens is the expert on Shrouded Hills and its history. Ja, eigentlich ist nur das nur wurscht. Constable Owens might strut around here like a spring rooster, but everyone knows that old Doc Roberts is the one really, the only real law in Shrouded Hills. Na super. Das heißt, der Sheriff hat uns angestellt, obwohl er gar keine Macht hat. Ich bin entsetzt. I saw Jacob Benz slouching around the Shrouded Hills Inn. Das ist hier. I don't trust that man one bit, I'll tell you. Okay. Gibt's noch irgendwas? It's rumored that the bridge out of town is held by brigands. Na, das wissen wir schon. Have you heard about the ghost of Bessie Toon ever since she began haunting the mine? No good ore has come out. There's been strange folk around here lately. Been asking about the Panari prophecy and whatnot. Okay, ich glaube, das war's. Viel mehr müssen wir nicht wissen. So, wie spät haben wir es denn schon? Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde durch, wieder fast, oder? Bank interessiert uns nicht. Vielleicht warten wir für 4 Stunden. Oh, es ist wieder hell. Wow, Villager. May I speak to you for a moment? What can I do for you, sir? Anything happened thereabouts? You hear what happened to that magic user that tried to throw his weight around here? Doc Roberts brought him down with a shot between his eyes. Wow. Is there anything else? I'm departing. Okay. Das sind einfach nur irgendwelche Leute, die hier rumrennen. Für das, dass das ein kleiner Ort ist, gibt es da viele Wachbeamte. Human Guard. Mal sehen, was. So, Bank will ich aber nicht gehen eigentlich. Was sollte ich schon in der Bank machen? Ich brauche zuerst einmal Geld, damit ich eine Bank brauche. Ah, das scheint doch ein Laden zu sein. Slim Pickens. Schauen wir mal. Oh, ist das ein Halbling? Der schaut so dick aus. Nein, ein Gnom.
Hello, see anything you like? Well, wir könnten nach dem Ring fragen. Very exquisite ring, my friend. Hold on to it. Okay. Can you tell me about this ring I found? Haben wir das nicht gerade gefragt? Ja, offensichtlich. Interested in trading? Gut. Brauchst du das? Ja, er kauft das. Das ist gut. Das ist dicke, fette Zeug. Magnesium. Hey, wir haben Magnesium. Das können wir anzünden. Nein, aber das will er nicht kaufen. Granaten. Obwohl, die könnten wir dann werfen. Das Dynamit genauso. Oh, sehr gut. Diese Blätter kauft er auch. Ist ja perfekt. Willst du das? Nein. Willst du das? Nein. Ach, das ist ärgerlich. Wein? Ja. Was machen wir schon mit Wein? Okay. Können wir auf den Dings umsteigen? Was hat denn der da zum Verkaufen? Eigentlich nicht wirklich was, was ich brauche, oder? Wasser? Wozu sollte ich Wasser kaufen? Müssen wir trinken? Brot? Brauchen wir Essen und Trinken, frage ich mich gerade. Sweet Cakes. Wow, ein Schwert, das ist schlechter als unseres. Warte mal. Unidentified Helmet. Ah ja, stimmt, die müssen wir identifizieren lassen. Ich glaube, ich weiß auch schon wo. So, warte mal. Virgil. Inventory. Unidentified Ropes. Okay, du gehst aber daher. Dafür gehst du daher. Oh, der hat ihn gleich aufgesetzt. Sicherheitshalber. Wir nehmen das ganze Zeug, was wir jetzt verkaufen wollen, dann. Nehmen wir auf unsere Seite. Ja, die Pfeile behalten uns dabei einmal noch. Haben wir das Thermometer, glaubt ihr? Schauen wir mal. Das Problem ist, man kann nicht alles überall verkaufen. Sogar kann man das meiste nirgends verkaufen. Ich kann mich nur erinnern an einen Laden in Tarant, die haben mehr oder weniger alles gekauft. A pleasure, Lloyd. Might I ask a few questions? What services do you provide? Leider Sparta. So, schauen wir mal. Brauchst du diesen Stahl? Jo. Ach, das ist gut. Das ganze schwere Zeug können wir ihm andrehen. Ja, das ist alles nichts für ihn. Das habe ich mal fast befürchtet. Ah, warte mal. Klar, Waffen kauft er schon. Kamera? Nö. Okay. Könnten wir mal schlichten. Gut. So, was hast denn du? Eine Dread Armor. Noch sehr was. Eine Chainmail. Das ist alles irgendwie nichts für mich. Als Magier sollte man, glaube ich, keine Rüstungen tragen. Boah. Aber wir haben eh diese Robe gefunden. Achso, warte mal, eine Robe, will er die kaufen? Nö. Na gut, warte mal. Hat der noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, der hat noch was zu sagen. Ja, das Business Bing, Dings. Business? Oh, I suppose it's never outstanding here in Shrewd Hills. We're a small town and a simple folk. But to be honest, I've had trouble getting my hands on any good ore or smithing. It's hard to bring up anything out of the old Bessie tomb. What's the old Bessie tomb? What type of ore do you need? Well, sir, I'm in dire need of some pure ore.
I'll not make a blade without it. If you could find some, I might be obliged to make you a dagger out of whatever was left. Sounds like a good trade. I'll do it. My thanks to you, stranger. I'll be here when you find me. When you find it. Okay, good day. Also noch eine kleine Quest. In die Bessie tun müssen wir dann wahrscheinlich so oder so, soweit ich mich entsinne. Also müssen ist das immer so eine Sache. Ich würde halt schon ganz gern möglichst viele Sachen erledigen. Und an dieser Stelle werden wir kurzfristig Schluss machen. Wir sehen uns dann bald wieder, hoffentlich, vielleicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.